Es handelt sich hierbei um einen viergehörnten Diener am Azeroth. Also, der ist nicht ohne. Wir haben einen solchen getroffen. In ja. Edas. Ja, nicht Edas, Edas. In, doch, doch, in Edas. Edas, ja. Ja. In Edas ja. Und davor auch in den namenlosen Tagen. Der hat sich als Priot ausgegeben. Richtig. Stimmt. Und den hat Raphim niedergeknüppelt mit seinem Schlagring. Das ist schon einige Zeit her, genau. Aber in Edas, das war vor kurzem, als es auch um den Magiergrafen ging. Dann möchtest du eine Berechnung durchführen? Noch nicht ganz. Noch nicht, okay. Also ich baue diesen Wirtskörper tatsächlich mit Diamanten. Ich erkläre ihm auch genau, was ich vorhabe, dann im Privaten. Und wir staffieren den schon relativ gut aus. Also ein Christinger muss natürlich einen körperlichen Gegenstand oder einen persönlichen Gegenstand, also es könnte auch der liebste Füllfederhalter sein, des zu ersetzenden haben, ansonsten wird die ganze Sache sehr viel schwerer. Wir machen das schon luxuriös, also er kriegt abgeschnittene Fingernägel und die Haare, also der kleinen Fondor-Figur werden echte Haare von Diamantes angesteckt und vermutlich drücken wir in die Mitte noch irgendwie eine Kugel aus seiner zweitliebsten Balestrina rein. Ich habe ihn ja direkt hier und er wehrt sich nicht. Und dann bette ich mich zur Ruhe. Kann ich einen Schicksalspunkt dafür ausgeben, um von der Drachentöter einen Schlaftrunk mitgenommen zu haben? Ja, für einen Schicksalspunkt erlaube ich diese kleine Manipulation der Realität. Gut, dann werde ich den zu mir nehmen und erstmal eine bequeme Nachtruhe abhalten. Du bekommst für einen Schicksalspunkt aber auch dein Zelt. Ja, aber ich habe ja ein Quartier. Ja, ist richtig. Gut, ist ein Schlaftrunk der Qualität E. Nach WDA verdreifacht er die Regeneration von Lebenspunkten und ASP über die Nacht. Ebenso den Abbau von Erschöpfung, aber das ist uns nicht wichtig. So, ich würfel einfach dreimal, ja? Irgendwelche Modifikatoren? Ich nehme an, ja, nein, weil wir... Also, wir sind innerhalb einer Stadt mit befestigten Sachen. Du kannst gut essen, du kannst gut trinken, plus zwei. Okay, nehme ich. Dann einmal das. Und einmal das. Und einmal das. Und dann werfen wir noch drei Intuitionsproben hinterher. 1, 2, 3. Und das bringt uns dann genau voll auf die 81 ASP. Du darfst jetzt widerlich sagen. Widerlich. Gut, cool. Und dann stehen wir morgens, ich denke, eine Stunde vor Sonnenaufgang auf. Denn wir wollen natürlich nicht gerade im Sonnenaufgang einen Dämon beschwören. Ist zwar kein Blackerats-Dämon, aber lassen wir nicht drauf ankommen. Serpentino zieht relativ schnell einen Beschwörungskreis, legt dann die kleine, ich wollte Wachspuppe sagen, Fondant-Puppe in die Mitte, geht dann nochmal raus und schaut nochmal an, dass auch wirklich der Kreis zu ist, nicht, dass das Vieh ihm entfleucht, denn eine Diamantesgestalt, die er nicht unter Kontrolle hat, wäre wahrhaftig ein sehr peinliches Ereignis. Und wird dann beginnen, aus dem Handgelenk einen Invocatio Major zu spinnen, während er die Kerzen anzündet. Und ruft erst die Sinne des Weisheit und einer Mazarots Gaben an. Und beschwört einen formlosen Rauch herauf, der sich um die Puppe verdichtet über die nächsten 10, 15 Minuten. Bis er dann im Grunde eine zweite Hülle um diese Gestalt gelegt hat und dann in sie einfährt. Und über nochmal einige Momente hinweg formt aus dieser sich dann in einem relativ unappetitlichen, es ist nicht sehr widerlich, denn naja, es ist eine Fondant-Puppe, eine Gestalt, die Diamantes zum Täuschen ähnlich aussieht. Hoffentlich, ich werde einfach mal würfeln. Ich lasse mir Zeit, ich muss rechnen. Und zwar, die Grundbeschwörungsschwierigkeit eines Kitzlingers liegt bei der plus 16. Er ist schließlich ein viergehörnter Dämon. Ich kenne seinen wahren Namen auf der Stufe 2. Es gibt eine 2 Erleichterung. Den hast du dir gekauft? Ja. Nicht schlecht. Ja, okay. Man muss ja immer vorbereitet sein. Seit er bei uns ist, redet er davon, einen Kitzlinger zu beschwören. Ich glaube, er mag den. Ich habe noch ganz andere Viecher in der Hinterhand. Meine Liste ist ellenlang. Ich habe ein Bandschwert, das gibt eine Erleichterung von einem Punkt. Ich verwende die guten Beschwörungskerzen für 3 Punkte. Ich habe Beschwörungskleidungen. Danke zu deinem hervorragendes Geschenk. Für 2 Punkte. Ich benutze die Zauberkreide für 3 Punkte. Ich habe das Arcanum gelesen für 1 Punkt. Ich habe den Codex Daimonis gelesen für 1 Punkt. Ich habe Fragmente vom Daimonikon gelesen für 2 Punkte. Und ich bin überzeugt, der Magierphilosoph für 1 Punkt. Das war alles. Das bringt uns auf eine Gesamterschwernis von exakt 0 Punkten mit Locatio Major. Aus dem Handgelenk. Ja, genau. Ich habe nicht den Tag, länger als einen Tag, um den Integra zu machen. Wenn ich ihn in meiner viel zu langen Zauberliste finden könnte, hättest du ihn auch schon. Nicht Minor, Major, da haben wir ihn.
Es bleiben über, ach ja, weil ich bei der 19.2 brauche, 22 Punkte. Davon investieren wir... Machst du noch 24? Mit Spezialisierung halt. Achso, ja. Achso, sorry. Das sind 4 erleuchtet. Habe ich nicht eingetragen, weil ich mehr Zeit lasse. Entsprechend habe ich 24 Punkte über. Dies wird gleich noch wichtig. Eigentlich nicht. Wir verwenden zuerst 15 der ZFP-Stern dafür, um die Kosten des Dienstes zu verringern. Und zwar um 50% dann. Und dann verwenden wir 4 der ZFP-Sterne dafür. Wir sind jetzt bei 19. Um einen weiteren Dienst abzupressen. Dies wird notwendig sein. Und zu guter Letzt brennen wir noch einmal 5 dafür, um ihm die Resistenz gegen das Merkmal Hellsicht zu geben. Nur für den Fall, dass er irgendwie an einem Odermarkanum vorbeiläuft. Damit sind unsere 24 Punkte aufgebraucht. Nochmal. Also Odermarkanum sagt, er ist nicht magisch? Ein ungezielter Odermarkanum würde sagen, er ist nicht magisch. Gegen einen gezielten müsste er die Magieresistenz von 12 Punkten knacken. Okay. Was ist mit Viertelzauberer? Kannst du das imitieren? Naja, das weiß ja jemand. Also wenn jetzt, ich sage jetzt aber mal, wenn Rasulan drauf guckt, der weiß ja nicht, dass Diamant das Viertelzauber ist. Das stimmt, unmagisch ist weniger verdächtig. Also besser, als wenn da irgendjemand rumläuft mit 100 ASP. Genau, das ist, glaube ich, auch... Hier steht nicht mal, wie viele der hat. Achso, doch, yes. 70 plus 3 W20. Ich wollte gerade sagen, das ist nochmal Azeroth-Dämon, der hat halt 100 oder so. Genau. Also es ist, wir hatten das Thema ja schon mal, es ist im Grunde wie ein Schleier der Unwissenheit mit 12 ZFP-Sternen. Genau. Dann stellt Serpentine sich vor ihn und breitet die Arme aus. Und reicht ihm und unterhält ihm halt als letzten Handschlag des Kontraktes, den er erst mit dem Befehl schließen wird. Also, sorry. Erst würde einige Formalitäten abratteln im Sinne von, sprich mit niemandem außer mir, ich bin dein Herr, dein Meister, dies ist dein wahrer Name, höre ihn und gehorche. Also du kannst erst einmal sehen, nachdem du dieses kleine Fondant-Stückchen auf Haufen gelegt hast, in die Mitte dieses Septagramms, dass erst einmal 4 gewaltige Hörner daraus hervorwachsen, die so ein bisschen fettig triefen und dann spiegelhaft nach oben wachsen und deine Form annehmen, ohne dass sie zu greifen sind. Aus, lass die Spätchen, nimm die Form, die dir geheißen. Ja, und dann siehst du, wie sich wohl dieses Zucker umwandelt, in sich hineinkräuselt. Und nach dann eben auch mit den Haaren an die richtige Stelle geschoben, Bart sprießt, die Augenbrauen und nach dann eben auch der Rest. Und tatsächlich kannst du sogar sehen, dass sich eine kleine Zigarre in seinem Mund formt, bis dann vor dir eine perfekte Kopie von Diamantes steht. So ist es besser. Dann mit, wie gesagt, eventuell wird eine ganze Reihe an halt Standardbefehlen, die man vermutlich als Dämonenbeschwörer einfach lernt, herunterratteln, um den Dämon keine Flüchtigkeitslücken zu lassen, und wird ihm gebieten, manifest zu sein. Das werden wir nämlich brauchen, damit er länger als bis morgen früh hält. Diese Kontrollprobe ist gelungen. Ja, damit werden auch die 4 Hörner verschwinden, werden irgendwie so ein bisschen grau zerfasern im Limbusnebel, und dann besitzt dieser dem Diamant das auch eben keine Hörner mehr. Denn dies, das wäre auffällig. War der erste Dienst. Hervorragend. Nun, dein Befehl ist, die Person zu verkörpern, als diese erschaffen wurdest, all ihren Verpflichtungen und all ihrer Natur nachzukommen, bis zu dem Tag, an dem deine Dienstbarkeit zu Ende ist. Hinterlasse an der Stelle, an der dein Dienst endet, diesen Gegenstand. Und er hält ihm einen Schrieb hin, den er von Diamante selbst hat aufsetzen lassen, und der halt in dessen Inhalt Rashpatana erklärt wird, dass die See nach ihm ruft und seine einzige Leidenschaft ist und er bald zu ihr zurückkommen wird. Vermutlich wird er sehr viel schmalziger formulieren, aber ein Abschiedsbrief halt. Nochmal, er soll das tun, was Diamantes als Pflicht aufgetragen wurde? Er soll Diamantes Verpflichtungen erfüllen. Okay. AKA ja. Heiraten. Das hast du nicht gesagt. Und mit ihr Sex haben, das ist auch eine Verpflichtung. Deswegen habe ich ja Verpflichtungen gesagt. Ja, er lächelt schmallippig, wartet darauf, dass du ihn aus dem Kreis entlässt.
Und dann halte ich ihm das Schriftstück hin. Und wenn er es ergreift, ist der Kontrakt geschlossen. Er greift danach. Und geht dann aus dem Zelt. Eine Kontrollprobe. Gut. Nur kurz zur Rechnung. Ich setze als Basiszeit einen Monat an. Dies kostet uns 96 ASP. Da er manifest ist, nehmen wir davon nur 90%. Und da ich über die höhere Dämonenbindung verfüge, nehmen wir davon nur 2/3. Mhm. Das sind also 2/3 von 96 ASP. Sorry, 96 mal 0,66 sind 63 plus die Basiskosten von 8 ASP sind 71 und das Ganze mal die Hälfte, denn dafür haben wir jetzt 4 Sterne aufgegeben. Sulamin, deine Zeltplane wird beiseite gezogen und du siehst, wie Diamantus eintritt. Er geht vor dir auf ein Knie. Ich höre und gehorche. Sulamin hat inzwischen die anderen verabschiedet und sitzt in Meditationspose da, den 7. Schleier auf dem Schoß. Hassan zieht seinen Säbel. Und betrachtet Diamantus ziemlich irritiert. Hinter ihm eilt Serpentilio in den Raum. Capitania, darf ich euch präsentieren? Eine Illusion. Ich höre und gehorche. Ihr müsst ihre Befehle mit der Heirat fortzufahren. Nun, mein Befehl an euch ist, Diamantes Verpflichtungen gegenüber Rashpatana Alkira zu erfüllen. Sie zu heiraten und sie nach Möglichkeit glücklich zu machen. Meine Verpflichtung gegen euch könnte ich es leider nicht zulassen. Hinterfragt ihr diesen Befehl? Sie stehen im Widerspruch. Sulamin wirft einen etwas hilflosen Blick in Richtung Serpentilio. Ich hielt es für das Beste, ihm ein wenig mehr Freiraum zu lassen. Denn wenn ich ihm sage, was er tun soll, tut er, was ich denke, dass Diamantis tun sollte. Und nicht, was Diamantis denkt, was Diamantis tun sollte. Wir müssen die Dämonen von Charyptor zurückschlagen. Palegan. Ihr müsst ihm erklären, warum es eine gute Idee ist, zu tun, was ihr wollt, dass ihr tut. Nun, für den Erfolg unserer Mission ist es unerlässlich, hier eine Ablenkung zu starten. Und diese Ablenkung involviert das zu tun, was ich euch soeben aufgetragen habe. Dann müsst ihr meinen Schwur von der Avianas Rettung zurücknehmen. Ich weiß nicht, wer oder was ihr seid, aber ihr seid nicht Diamantis. Und ihr habt nichts geschworen. Das weiß ich. Ich bin verpflichtet, das zu tun, was ihr sagt. Denn dies waren die ursprünglichen Befehle. Was waren die ursprünglichen Befehle? Die Dämonen der Charyptor zurückzuschlagen. An eurer Seite zu stehen. Und euch dabei helfen, das Perlenmeer zurückzuerobern. Was tut ihr? Nun bekomme ich einen zweiten Befehl. Ich kann nicht beides tun. Ihr müsst einen zweiten Dämon beschwören. Scheler Blick in Richtung Serpentilio. Eine Illusion, so. Ja, der Körper ist eine Illusion. Beschwört einen zweiten Quetzlinger. Er kann an meiner Stelle hier verweilen. Was haltet ihr? Was gedenkt ihr zu tun, Mudaris? Fragender Blick zu Serpentilio. Bitte, ihr müsst den Pseudo-Diamantis von seinem Schwur euch gegenüber entbinden, habt ihr doch gehört. Pass auf, ich könnte ihm auftragen, einfach zu gehen und zu heiraten und dann die Heirat zu vollziehen, etc. Aber dann tut er, was ich ihm sage und nicht, was Diamantis denkt, was er tun sollte. Und dies gefährdet die Illusion. Wenn ich ihn also seinem Schwur gegenüber der Avianda entbinde, wird er immer noch euch verpflichtet sein und eurem Befehl folgen. Er wird dem Befehl folgen. Der Befehl ist, Diamantes Verpflichtungen zu folgen. Wenn Diamantes nicht verpflichtet ist, euch zu folgen, ist er frei zu heiraten und dieser Verpflichtung nachzukommen.
Beide Befehle stehen im Widerspruch. Sollte in Diamantes tiefstem Herzen natürlich in Wahrheit der Wunsch stecken, vor dieser Heirat zu fliehen, und ich weiß nicht, in einem Land Fans aus dem Börs zu leben, wird auch er das tun, aber das können die nicht absehen. Eine weitere Option wäre, ein weiterer Quetzlinger zu beschwören. Ich habe euch nicht um Ratschläge gebeten. Das ist kostenlos. Ratschläge sind immer kostenlos. Gerade von euch sind sie nie umsonst. Und jetzt seid still. Er zieht an seiner Zigarre. Gut, dann entbinde ich euch, Dämon, von Diamantes Verpflichtungen gegenüber von Avianders Rettung. Er nickt, zieht noch einmal seine Zigarre, drückt sie dann vor dir im Zelt aus. Dann werde ich jetzt heiraten. Und verlässt das Zelt. Tolamin sieht die Serpentilio wütend an. Ich bin nicht wütend auf euch, weil euer Befehl offenbar nicht so funktioniert hat, wie er sollte. Aber in Anbetracht dessen, dass diese Kreatur jetzt gehen und Rashpatana heiraten wird, hättet ihr vielleicht ein klein wenig Aufklärungsarbeit leisten können und erwähnen, um was für eine Art Illusion genau es sich handelt. Kapitania, ich bin Dämonologe. Was habt ihr erwartet, dass ich tue? Ich habe nichts über nachgedacht. Nun, verzeiht. Ich werde in Zukunft bemüht sein, euch darauf hinzuweisen, wie gewisse Handwerklichkeiten vonstatten gehen. Ich bitte darum. Immer zu Diensten, Kapitania. Macht euch um ihn übrigens keine Sorgen. Er wird in... was haben wir jetzt? Zunehmende Marder? Ja, ich bin nicht sicher. In etwa einem Monat wird er sich in Rauch und Staub auflösen. Und der guten Sultana ein herzzerreißendes Schreiben hinterlassen. Wir haben jetzt erster Firun, oder? Nach dem Hesinde, 30. Hesinde, kommt erster Firun? Ja, Monatsanfang ist zunehmend der Mond, oder? Stimmt, das ist ja ganz regelmäßig. Richtig, aventurische Mondphasen sind ja regelmäßig, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Ja, immer der gleiche Wochentag. Ich glaube, Dienstag. Ist auch nicht so wichtig. Ist eigentlich ich nicht wirklich kann von der Mondphase das tatsächlich ab. In dem immerwährenden Kalender so genau bestimmen, wie es eigentlich gar nicht geht. Der erste Firun ist Helmader. Ja, also es hängt glücklicherweise genau. Nicht wirklich von der Mondphase ab. Das wäre ja noch schöner. Nein, du hast ihn am 1. Firun beschworen und am 30. am 1. Zar wird er vergehen. Genau. Ich muss jetzt noch rauswürfeln, denn da ich mir aufgetragen habe, dann wieder zu verschwinden, hänge ich im Grunde den freien Dienst zurückschicken hinten dran, der nach Erfüllung des ersten Dienstes ausgeführt wird. Dafür muss ich nur jetzt eine Kontrollprobe ablegen, denn das könnte schief gehen und er bleibt hier. Nein, tut das nicht gut. Sorry, hatte ich gerade eben vergessen. Okay, dann habt ihr zumindest einen Monat sowas wie Ruhe. Naja, er wird jetzt halt monatelang tun, was er denkt, dass Diamantis tun würde. Genau. Wie gesagt, wenn Diamantis in Wahrheit ein Pisser ist, dann wird der Quetzlinger sich in den Pisser benehmen. Zumindest über die Haare und sowas hat er ja alle Informationen über Diamantis, die er braucht. Moment, heißt das, der Quetzlinger wird paktieren? Der Quetzlinger weiß um den Pakt. Das weiß er natürlich. Aber das sagt er nicht, weil er wurde nicht gefragt. Das würde Diamantis nicht tun. Das würde Diamantis nicht. Also Informationen sind halt kostenlos bei Eckamazarot. Aber nee, das sagt er nicht. Da hat er gerade keinen positiven Reward. Ja, ich gebe zu, wir sind hier auch irgendwie in einer. In einem Bereich der Dämonenregeln, der sehr schwammig ist, gar nicht aufgeschrieben wurde. Ja, also hier steht dieser Diamant, das ist halt ein Amazarot-Wesen und kein. Der wird jetzt kein Blackheratspakt eingehen. Hier steht halt wirklich nur körperliche Hilfe, Ersatzperson. Ja, okay. Was dann Leute, die benimmt sich? Und benimmt sich dann wie die Pettenport einfach. Dann haben wir es jetzt. Also Moment. Ich glaube, die anderen haben auch dann geschlafen, ne? Beziehungsweise. Ich möchte das Gespräch noch zu Ende bringen. Machen wir gerne. Und dann frage ich noch die anderen, was sie in der Nacht getan haben wollten. So, dann erstmal. Gut, dann endet das Gespräch mit Serpentilio damit, dass Sudamin etwas zweifelnd meint. Ich hoffe, wir haben Diamantis und Rashpatana
damit einen Gefallen getan. Nun, ich gebe zu, wir befinden uns hier in Anwendungsbereichen der hohen Kunst, die unerforscht sind. Zumindest auf dieser Seite der Schwarzen Lande. Nun gut. Dann seht zu, dass ihr noch etwas Schlaf bekommt, Mudaris. Ich bin sicher, das hat euch angestrengt. Oh, ich versichere euch, Kapitän, in euren Diensten bin ich immer einsatzfähig. Gut, dann sehen wir uns in Bälde. Hervorragend. Im Übrigen, ich war so pro forma daraufhin, irgendwann zwischendrin ist mein Gotongi zurückgekehrt, weil der Dienst nur 8 Stunden angesetzt war. Ja, wie gesagt, mehr hat er auch nicht getan, aber das, was er getan hat, habe ich dir schon gesagt. Ja. Mit der Meditation wollte ich selber auch nochmal versuchen, irgendwie die Position einzugrenzen. Denn es ist ja quasi auch meine Raja-Queste. Ich weiß allerdings nicht, was man da sinnvollerweise würfeln könnte. Prophezeiung. Prophezeiung habe ich nicht. Ich habe deutende Zeichen und Liturgiekenntnis. Hast du denn irgendwelche Materialien, die du zum Deuten benutzen kannst? Kannst du einen Huhn schlachten? Also genau, Huhn schlachten wäre eine Möglichkeit, dass du Knochen wirfst. Teesatz. Stimmt, wir sind da gar nicht. Teesatz, klar. Also Tee kannst du bekommen, du kannst einen Kaffeesatz lesen. Du könntest natürlich auch einfach die Liturgie Prophezeiung wirken. Also ich habe es mir eigentlich so vorgestellt, dass Zulamin über den Schleier meditiert, denn der Schleier hat einige Zeit zusammen mit dem Gürtel verbracht, auch wenn das sicher keine sehr glückliche Allianz war. Aber ja, ich glaube, die Liturgie wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Macht ihr mal weiter mit dem, was die anderen in der Nacht tun, und ich guck mal. Gut, Abelmir, fangen wir bei dir an. Gut, ich würde mir erstmal heißes Wasser kommen lassen, würde mir dann einen Feierblüten-Tee zubereiten, aber sonst trinken. Danach würde ich erst einmal den einzigen verbliebenen Astraltrank trinken, den wir mitgenommen haben. Da haben wir schon eingesagt. Ist eine Qualität C, der gibt mir 3W6 ASP zurück. Ich rufe die erstmal aus. Mhm. Du kannst für einen Schicksalspunkt kannst du natürlich auch ähnlich Tränke mitgenommen haben. Wir hatten ja gesagt, wir nehmen wieder einen Astraltrank mit einem Heiltraum mit. Ja. Wie gesagt, der gibt mir 13 ASP zurück. So, dann würde ich eine astrale Meditation starten. Und zwar genau für, sagen wir, 12 ASP. Heißt, sie dauert 12 Spielrunden, sprich eine Stunde. Die astrale Meditation ist erleichtert um den halben Ritualkennenswert. Ich habe jetzt mal einen Wert von 6 eingetragen. Und ich würfel mal die astrale Meditation aus. Das sind, ich würde gerne die. Du musst wie viel einen Lebenspunkt zum Starten bezahlen? Ne? Einen ASP muss ich bezahlen, deswegen muss ich den ASP dran getrunken. Du kannst mit 0 ASP nicht regenerieren. Genau. Ich hätte dir welche geben können, genau. Ich würde gerne die 20 shippen, weil die killt mich. Willst du nicht die ganze Probe machen? Die 20 reicht völlig aus, wenn ich es schaffe. Ich muss ja was schaffen, die Probe. Insofern muss ich gut schaffen. Ich würde noch die 20 dafür, wie 20. Diesen, ich habe einen Moment lang die 20 gesehen. Dieses ist mir gelungen, wie gesagt, ich meditiere jetzt eine Stunde und wandle damit 12 Lebenspunkte in 12 ASP um. Genau. Am Ende verliere ich nochmal W3, sprich W6 halber. Muss man W6 dafür. Das sind tatsächlich ich 3 Lebenspunkte. Nochmal 3 Lebenspunkte. Frage kurz, war der Zaubertrank aus deinem Repertoire oder vom Schiff? Vom Schiff. Okay, dann wir haben ja eine Kiste davon, insofern. Wir haben jetzt noch 3. Ja, weiß ich nicht, ob die Schiff. Wir hatten von der Akademie in Mirham eine ganze Kiste bekommen. Das sind deine eigenen, das sind nicht die im Schiffsinventar verzeichnet. Ja. Na gut, wenn ihr so wollt. Also war das jetzt einer von deinen oder einer von unseren? Es war einer von diesem Schiff, aus Mirham. Okay, also nicht vom Chef. Nein, nein, genau. Gut. Also wie gesagt, ich verliere jetzt 15 LE. Ich regeneriere. Die Kraftlinie ist ist immer noch in der Nähe. Ja, du bist auf 2 Kraftlinien. Genau. Ach sogar. Ja, es sind 2 Stück. Also mittlerweile sind es 2 Stück. Du hattest die andere ja aus der Entfernung gesehen.
Aber du warst noch nicht drauf. Jetzt mittlerweile bist du drauf. Gut, dann bekomme ich nämlich nochmal die halbe Kraftlinienstärke oder Nodigstärke. Achso, übrigens, Daru, hast du Kraftlinienmagie? Nein. Okay. Ach nein. Hätte ja sein können. Trotzdem, ihr befindet euch mittlerweile auf Bümasars Spiegelpfad. Das ist die andere Kraftlinie und auf so einer Kraftlinie hast du dann einen Quetzlinger beschworen. Kraftlinienmagie ist für... Hättest du auch nochmal Boni von bekommen. Kraftlinienmagie ist für Nerds und Elfen. Ja, und nicht Geoden. Genau, Geoden also, sind Elfen in kleinen. Ja. Wie gesagt, ich bekomme jetzt noch die halbe Nodigstärke für die halbe Stunde. Also ich bekomme jetzt die volle Nodigstärke nochmal als Bonus auf die astrale Mediation drauf. Jetzt musst du mir sagen, wie groß die Nodigstärke etwa ist. Das sind 3, oder? 3 ist doch hoch. Nee, 3 ist nicht besonders hoch. So, was ist denn das Maximum? Ist, glaube ich, unbegrenzt, aber sagt man so, 8 ist so, schon relativ hoch. Also es sind halt 2, es ist einmal die Zatinav-Kette, die Zatinav-Linie und Bümasars Spiegelfahrt. Ich würde mal beide Kraftlinien zusammen auf 8 setzen. Gut, dann bekomme ich jetzt nochmal 8 dazu. Ich hätte dann insgesamt zusätzlich nochmal 20 ASP dazu generiert. Zu den vorherigen 13. 12. 12, genau, also 32 bitte sie. Und danach würde ich den Pfeilblütentee trinken. Der gibt mir innerhalb von 3 Stunden 3W6 plus 2 LE zurück. Ich hole die Maus.